Von wegen lazy. Zu seiner aktuellen Single hat Bruno Mars gleich zwei Musikvideos produzieren lassen. In einem ist er selbst zu sehen und in dem anderen spielt Mr. Spock-Darsteller Leonard Nimoy höchstpersönlich die Hauptrolle. The Lazy Song beamt sich von der 13 hoch auf Platz 10. Nachdem ihm mehrmals eine Affäre mit Rihanna nachgesagt wurde, streitet Usher nach wie vor alles ab. Die Sängerin sei für ihn wie eine Schwester. Das heißt, Rihanna schläft wohl vorerst weiter allein im California King Bed. Der dazugehörige Song steigt neu ein auf Platz 9. I just wanna make you sweat. Und schon wieder David Guetta, diesmal mit Snoop Dogg. Der fleißigste DJ der Welt und der entspannteste Rapper der Welt schwitzen sich mit Sweat von Platz 6 runter auf Platz 8. Muss nur noch kurz die Welt retten. Mit nur noch kurz die Welt retten, nur noch kurz die Charts stürmen. Newcomer Tim Bensko arbeitet sich langsam aber sicher weiter nach oben. Seine Single macht zwei Plätze gut und klettert von der 9 hoch auf die 7. Am 3. Juli spielte Lady Gaga ihr erstes Konzert in Taiwan. Und das kam so gut an, dass das Rathaus der Stadt Taiching diesen Tag kurzerhand zum Lady Gaga-Tag ernannte. Hierzulande steigt The Edge of Glory zur Feier des Tages rauf auf Platz 6. Da können sie noch so herzergreifend ein Miss You trällern. Beruflich machen Sarah Engels und Pietro Lombardi keinen Schritt mehr ohne einander. Jetzt planen die beiden sogar ein gemeinsames Album. Ihre Single schmachtet sich inzwischen runter auf Platz 5. Der einzige Song, der sich in dieser Woche gar nicht von seinem Platz bewegt hat, ist Party Rock Anthem von LMFAO. Die Jungs feiern weiterhin ausgelassen auf Platz 4 und denken gar nicht daran, die Top 5 zu verlassen. Seine aktuelle Single heißt Give Me Everything und anscheinend bekommt der amerikanische Rapper Pitbull tatsächlich alles, was er will. Seine Solo-Single schießt von der 5 rauf auf Platz 3. Aber damit nicht genug. Auch Pitbulls aktuelle Zusammenarbeit mit Jennifer Lopez hält sich mit schwingenden Hüften in den Top 3. Letzte Woche noch auf Platz 1, muss sich On The Floor in dieser Woche allerdings mit einem zweiten Platz zufrieden geben. Das waren die Plätze 10 bis 2 und ich weiß, ich habe euch vorhin eine neue Nummer 1 versprochen, aber ihr wisst doch selbst, wie das beim Privatfernsehen läuft. Bevor irgendwas Spannendes verkündet wird, gibt es grundsätzlich noch mindestens einmal Werbung. Und wer sind wir, dass wir mit dieser liebgewonnenen Tradition brechen würden? In diesem Sinne, bis gleich. Hallo, willkommen zurück zum großen Feuerwerksfinale der Top 100. Es gibt tatsächlich eine neue Nummer 1 in Deutschland. Und die kommt aus dem beschaulichen Rumänien. Ein Song, der in jeder Großraumdiskothek des Landes genauso hervorragend funktioniert wie beim Autoscooter auf der Dorfkirmes oder über Handy-Lautsprecher in der U-Bahn. Innerhalb einer Woche trötete sich Mr. Sexo Beat von Platz 3 auf Platz 1. Ein Riesenerfolg für Alexandra Stan, die ihr beim CD-Kauf übrigens auf gar keinen Fall mit Cassandra Steen verwechseln solltet. Das kann sonst zu bösen Überraschungen führen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Nummer 1. Hier ist Alexandra Stan mit Mr. Sexo Beat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.